Ich bin auf dem Weg zur Firma Trumpf in Ditzingen. Weltmarktführer in Sachen Laserwerkzeuge. Millionenschwere Hochtechnologie wird hier entwickelt und hergestellt. Ein Ort, der einen vielleicht nicht direkt an Glaube und Gott denken lässt. Doch Eberhard Schneider, Versuchsingenieur bei Trumpf, hat für christliche Mitarbeitende ein spannendes Angebot. Eberhard, du bist der Organisator von Christen bei Trumpf. Was ist das genau und was ist euer Anliegen? Ja, also Christen bei Trumpf, ist, wie du sagst, sind Christen, die hier bei Trumpf arbeiten und die im Prinzip das Anliegen haben, dass Jesus Christus sie im Berufsalltag begleitet. Und das weitere Anliegen ist, dass wir für unsere Kolleginnen und Kollegen, für die Geschäftsführung, einfach für Trumpf, unsere Firma, beten. Wie sieht so eine Woche bei Christen bei Trumpf aus? Also wenn ich hier arbeiten würde, wo könnte ich dann überall dran teilnehmen? Also wir haben hier am Stammsitz 5 Gebetsgruppen. Und wir treffen uns hier auf dem Campus verteilt in verschiedenen Gebäuden, zu verschiedenen Uhrzeiten. Ist was für Frühaufsteher dabei und was für die eher länger arbeiten. Und dann haben wir monatlich ein Treffen, man nennt es ganz einfach Monatstreff. Da kommen wir zusammen, haben Zeit des Lobpreises und der Anbetung. Da gibt es einen geistlichen Impuls und Austausch. Und in der Regel dann auch noch eine Zeit des Gebets. Zusätzlich gibt es ein größeres Treffen, wo auch die Weggefährten von den anderen Standorten hierher kommen nach Ditzingen, wo wir Referenten einladen von auswärts und außerhalb, einfach zur Ermutigung der Christen bei Trumpf, um ja, einfach dran zu bleiben, mit Freude, mit Motivation weiterzumachen. Und zu diesem Jahrestreffen laden wir dann auch gelegentlich Leute ein, mit denen wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, von anderen Firmen. Und so ist das ein gutes Bundesmiteinander. Diese Gemeinschaft schätzen auch die Kolleginnen und Kollegen von Eberhard Schneider. Sie sind dankbar und freuen sich über die Angebote, die er und sein Team geschaffen haben. Dass wir einfach nicht nur die Institutionen haben, wo wir arbeiten, sondern auch unseren Glauben mit unserem Ort, Büroort verbinden praktisch. Bin ich dankbar für, dass es sowas gibt. Ich finde es sehr berührend, hier im Gebäude vom Trumpf Lobpreis machen zu können und zu beten, weil ich selber im Herzen einfach Lobpreiserin bin. Es ist auf jeden Fall mal ein schöner Einschnitt im normalen Arbeitsalltag. Ich sitze viel vorm Computer, muss mich viel konzentrieren und viel denken und dann morgens ein Gebetskreis, am Mittwochmorgen sind wir beim Gebetskreis oder auch jetzt dieses Monatstreffen. Das reißt einen dann so ein bisschen raus, was im ersten Augenblick vielleicht ein bisschen unangenehm ist, weil man gerade so in der Arbeit ist, aber im zweiten Augenblick tut es immer wieder ganz gut, sich nochmal auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also wichtig das Unternehmen hier ist, es ist halt auch wichtig, dass wir unsere Verbindung zu Gott nicht verlieren. Habt ihr als Christen bei Trumpf auch schon mal erlebt, dass ihr sagen konntet, da lag jetzt wirklich auch Segen drauf, auf dem, was wir hier gemacht haben oder was wir hier erlebt haben? Eine ganz interessante Geschichte, schon viele Jahre her, da haben wir uns zu einem neuen Projekt immer wieder zum Beten getroffen und unsere Intention war, dass diese Maschine für Trumpf und für unsere Kunden wirklich zum Segen wird. Dass so eine Win-Win-Situation entsteht. Und am Anfang sah es gar nicht danach aus, aber am Ende des Tages war es eine der erfolgreichsten Maschinen, die wir bei Trumpf gebaut haben, mit den wenigsten Service-Einsätzen. Und so hat sich Gott einfach auch da dazu gestellt, wo 2 oder 3 zusammen sind, da war er in der Mitte und hat es Gelingen geschenkt. Hast du einen Tipp für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wie man ganz im Alltag ganz einfach zum Segen werden kann für andere? Also ich denke, der Schlüssel ist das, dass wir in Beziehung mit unserem himmlischen Papa bleiben, weil er der Segensgeber ist. Und wenn wir in der Beziehung zu ihm leben und angefüllt sind mit seinen guten Gedanken, seinen guten Ideen, mit seinem Segen, dann können wir auch diesen Segen an andere weitergeben. Bereichert und gesegnet von so viel Engagement am Arbeitsplatz, mache ich mich wieder auf den Heimweg. Christen bei Trumpf, eine tolle Idee.